Moin Moin meine Freunde, ich habe uns heute eine wunderschöne Tierlist vorbereitet, in der wir alle Fähigkeiten von der besten bis zur schlechtesten einsortieren. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da, wir gehen rein, viel Spaß. So sieht die Tierlist aus. Ich habe sie schon mal etwas vorsortiert, von lila über blau bis hin zu grün. Wir werden natürlich gleich bei grün anfangen. Allerdings müssen wir vorher darüber sprechen, wie wir das Ganze einsortieren, weil es gibt ja einige Sachen, die gibt es sowohl auf lila als auch auf blau und auch auf grün. Trotz allem würde ich sagen, dass wir die Kategorien, also die Farben, einzeln bewerten. Also ich sag mal so ein Cosmo-Shot ist natürlich besser als der grüne Gold-Shot. Dennoch ist der Gold-Shot ja nicht schlecht. Deswegen nehme ich die quasi als einzelne. Und es können auch grüne Sachen gut sein und auch lilane Sachen nicht so gut sein. Wäre ja irgendwie Schwachsinn, wenn nur die Sachen, die lila sind, deswegen ganz oben sind und die Sachen, die grün sind, ganz unten. Macht keinen Sinn, wollte ich euch vorher nur gesagt haben. Wenn ihr das Video hier seht, bin ich übrigens gerade auf der Gamescom, beziehungsweise schon in Köln. Ich bin nämlich vom Mittwoch bis Freitag da, deswegen haben wir auch etwas vorproduziert. Wahrscheinlich kommt auch sogar ein bisschen Real-Life-Content, muss ich mal gucken, ob ich ein bisschen Vlogge oder sowas. Mal schauen, wir fangen jetzt aber an mit der Tierlist und der Bewertung. Und starten direkt mit dem Emerald Crusher. Ist die schlechtere Version vom Diamond Crusher. Dennoch gut, meiner Meinung nach. Ich fühl's. Als nächstes dieser ins Gesicht spuck Skill. Er heißt Visual Smith. Total komischer Name, ist aber auch meiner Meinung nach absoluter Müll. Dann kommt der Uppercut, den ich nicht so geil finde. Er ist okay, aber längst noch nicht gut und auch nicht situativ, würde ich sagen. Der Tackle hingegen ist eine gute Sache. Finde ich sehr geil. Und der Superkick. Der ist schon schwierig, finde ich nicht so geil. Dafür feiere ich den Punchline-Skill, also die Punchline-Fähigkeit, finde ich gut. Packe ich auf jeden Fall auf gut. Und die erste Sache, die wir auf situativ packen, ist der Sumo-Slap. Der ist nämlich nur geil, wenn du entweder im Highground bist und den Gegner vom Dach kicken musst oder die Zone am Wasser ist, dann ist es wiederum geil, weil du ihn halt ein paar Mal haust und mit dem letzten Schlag kickst du ihn dann halt ins Wasser rein. Das finde ich nice, beziehungsweise schlägst ihn ins Wasser rein. In Zuna Drop fühle ich nicht so. Dafür haben wir den Gold Shot, der wieder mal situativ ist. Der ist halt genauso wie der Sumo Slap. Halt geil, wenn die Zone am Wasser ist, du im Highground bist oder du einfach ein bisschen Schiss hast und den Gegner weghauen willst, weil du dich noch nicht so sicher fühlst. Deswegen nehme ich den auch ab und zu mal mit. Weil, ja, wer mein Gameplay kennt, ich finde es manchmal ganz gut, den Gegner auf Abstand zu halten. Hier kommen wir zur ersten Fähigkeit, wo ich sagen muss, finde ich in lila super, finde ich in grün aber überhaupt nicht geil. Deswegen packe ich es auf nicht so geil hin. Würde ich jetzt noch nicht Müll nennen, aber ich finde es absolut nicht so geil. Und zu guter Letzt noch der Chokeslam, den finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Finde ich ganz geil. Damit haben wir grün schon abgehakt und gehen über in blau und fangen mit dem Cycle an. Ab blau finde ich ihn eigentlich ganz in Ordnung, aber immer noch nicht so krass. Ich würde sagen, wir packen ihn auf gut. Dann haben wir den Super Duper Kick auf blau. Auf blau finde ich den gut. Also auf blau ist er auf jeden Fall besser als auf grün. Dann den Dolphin Dive. Wie heißt er? Auf blau ist es der Volley Dive. Feiere ich persönlich null. Also meiner Meinung nach Müll. Ich fühle diesen Volley Dive 0%. Ich weiß, es gibt gute Kombis, die man damit machen kann, aber es ist ja meine persönliche Tierlist und ich feiere es einfach nicht. Also keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Den Super Choke Slam, den finde ich ganz gut. Tackle ebenfalls sehr geil. Die Rakete finde ich Müll. Weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Wenn dann die lilane, die ist ganz in Ordnung, aber die blaue überhaupt nicht geil. Dann hier auch nochmal Müll, diesen Furz, Alter. Kann ich auch nichts mit anfangen. Wieder situativ den nächsten Shot. Ist halt wieder, um jemanden ins Wasser zu kicken, finde ich ganz nice. Den Uppercut. Boah, schwierig, Digga. Schwierig. Er ist immer noch nicht so geil auf blau. Ich glaube, dass wir den auf nicht so geil packen. Dann haben wir Big Swing, was wieder situativ ist. Finde ich ganz nice, aber auch am besten wieder, wenn die Zone am Wasser ist. Jetzt kommen wir zur ersten Top-Fähigkeit. Und das ist Atomic Punchline. Gibt's nämlich nicht in lila, deswegen auf jeden Fall in blau top.
Feier ich mega, ist richtig, richtig geil. Hier haben wir wieder den Inzuma-Drop, den ich nicht so cool finde. Auch auf Blau ist nicht meine Fähigkeit, muss ich sagen. Wieder situativ den Slam und den Ermaland Crusher heißt der auf Blau. Den finde ich wieder gut. Nicht so geil wie der Diamond Crusher, aber gut. Und damit sind wir bei Blau auch schon am Ende. Ich finde, das sieht ganz geil aus. Ist eine gute Mischung, gefällt mir auf jeden Fall bisher. Der Omega Uppercut in Lila, der ist auf jeden Fall schon besser als die anderen. Deswegen packe ich ihn auf gut und ich ziehe mal meine Facecam runter, damit ihr auch noch was seht. Dolphin Dive ist meiner Meinung nach absolut Schmutz. Kann ich persönlich nichts mit anfangen. Manche finden es ganz okay, ich fühle es gar nicht. Situativ haben wir wieder einen Sumo Slam. Finde ich situativ geil, könnte man auch schon fast auf gut packen. Ist aber situativ, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Dann haben wir hier die Rakete, die meiner Meinung nach absoluter Müll ist. Fühle ich gar nicht. Also, sie ist auf jeden Fall in Blau schon besser als in... Lila schon besser als in Blau, sorry. Aber immer noch nicht geil. Auf Top kommt dann der Diamond Crusher. Den fühle ich richtig, der ist extremst nice. Dann haben wir den Giant Swing. Den packe ich auf gut. Man könnte ihn auch auf situativ packen, aber dadurch, dass er besser ist als der blaue, packe ich ihn auf gut. Er ist halt nicht mehr nur krass, wenn die Sonne am Wasser ist, sondern auch so in Ordnung. Dann auf Top auf jeden Fall den Javelin Tackle. Ist meiner Meinung nach mit die geilste Fähigkeit überhaupt. Also die fühle ich übelst. Und auf Top auch noch den Cycle. Den finde ich auch sehr geil. Damit habe ich schon einige Matches von meinen paar Wins gewonnen. So viele sind es noch nicht. Aber er hat mir schon gut geholfen. Und den Cosmo Shot, den finde ich einfach übel geil. Der Cosmo Shot ist einfach unfassbar krass. Einfach um die Gegner wegzuhauen. Wenn die Zone klein ist, haust du den Gegner aus der Zone raus. Ich finde ihn top und mega nice. So sieht meine Liste aus. Wie gesagt, es ist meine persönliche Liste. Ihr seht es vermutlich ein bisschen anders. Jeder sieht es ja ein bisschen anders. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, was ihr anders machen würdet. Das war's mit diesem Video. Heute war etwas anders als sonst. Morgen dann wieder, wie immer, mit Gameplay am Start. Wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.